Der Countdown läuft. Das Finale um Platz 16. Klassenerhalt oder Relegation. Letzter Bundesligaspieltag. Am Samstag um 17.15 Uhr steht es fest. Für den HSV und Wolfsburg geht es im direkten Duell um alles oder nichts. Der HSV braucht zu Hause einen Sieg. Nur dann wäre der direkte Klassenerhalt sicher. Jetzt haben wir erst einmal die Chance, unser Klassenziel zu erreichen. Wir haben das ganze Jahr über durch den schlechten Start immer mit diesem Damoklesschwert leben müssen. Und jetzt ist das Finale, wir haben das Finale erreicht. Und wir müssen es schaffen und wir werden es schaffen. HSV-Boss Bruchhagen gibt sich nach außen selbstbewusst. Was soll er auch anderes tun? Doch im Inneren des Vereins sieht die Gefühlslage ganz anders aus. Abstiegsangst pur. Ja, man ist angespannt, aber das gilt für alle. Das gilt für die Verpackerin in unserer Merchandising-Abteilung und das gilt auch für den Vorstand. Verständlich, dass der HSV-Boss sich bei so viel Anspannung in Floskeln flüchtet. Jeder Spieler muss seine, erst einmal muss die Mannschaft aus einer, aber das sind doch alles Phrasen, ja, aber ich sag sie, also die Mannschaft muss aus einer Kompaktheit ausgehen und jeder Spieler muss seine individuelle Qualität zu 100% einbringen und unter der individuellen Qualität subsumiere ich natürlich auch Willenskraft. Der Kampf um den Klassenerhalt, für Bruchhagen ein Déjà-vu. Die gleiche Situation wie vor einem Jahr. Damals noch Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt. Auch die Frankfurter steckten damals im Abstiegskampf fest, mussten am Ende sogar in die Relegation. Das ist nicht nur für den HSV ein Albtraum, sondern das war auch im vergangenen Jahr für Eintracht Frankfurt ein Albtraum. Und für alle beteiligten Vereine, die zumindest aus der ersten Liga kommen, ist es eine ungute Situation. Aber sie gehört zum Sport dazu und man muss sie bewältigen. Man darf nicht Dinge, wer in der Bundesliga an den Start geht, der muss auch mit einer solchen sportlichen Situation rechnen und muss sich auf sie einstellen und da gibt es nichts zu beklagen. Das zweite Jahr in Folge nachsitzen, für Bruchhagen ein Albtraum. Doch so weit möchte er aktuell noch nicht denken. Die Statistik sagt ja, dass, ich sag mal, gefühlt zu 75-80-90% der Erstligist sich durchsetzt. Aber verbleibt dann ja auch noch ein Rest in die andere Richtung. Und ich möchte im Augenblick über die Relegation eigentlich noch gar nicht sprechen, obwohl wir uns tagtäglich in allen Organisationsformen, im Preis und all das, was damit einhergeht, wir beschäftigen uns ununterbrochen damit, aber wir möchten uns nicht damit beschäftigen. Und ich glaube auch, dass wir das nicht müssen.